Ich glaube, die Lockdown-Verlängerung war absolut notwendig. Da gibt es wenig darüber zu diskutieren. Die Zahlen sind zurückgegangen, aber wir befinden uns jetzt auf einem Plateau. Das heißt, wir sind eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Wenn ich das vergleiche mit Lockdown 1, muss man ganz ehrlich sagen, ja, wir büßen jetzt dafür, dass der Lockdown im Herbst zu spät gekommen ist. Das sind genau die Ergebnisse. Und ja, uns erwischt jetzt die Briten-Mutation. Das ist leider genau das Problem. Je mehr Personen infiziert sind, umso höher ist die Chance auf eine Mutation. Wir sehen auch, dass genau in den Ländern, die ein extrem hohes Infektionsgeschehen hatten, England, Brasilien, dass genau dort jetzt Mutationen entstanden sind, die nicht ganz unproblematisch sind. Ich persönlich bin mir auch nicht sicher, ob diese Verlängerung nicht die letzte Verlängerung war. Und ich halte es durchaus für möglich, dass diese Verlängerung nur weitergeht. Ich glaube, der große Unterschied zu Lockdown 1, bei Lockdown 1 hat noch keiner gewusst, was los ist. Und das haben mal alle viel mehr auf nervös und halten uns zurück. Ich glaube, was jetzt ist, dass sich viele sagen, das geht schon irgendwie und wie kann ich da gesetzlich vorbei lavieren und doch. Und was natürlich auch noch dazu kommt, bei Lockdown 1 kann ich mich erinnern, dass ein Rollfahrer von der Polizei aufgehalten wurde, warum fahren Sie da? Wenn du das begründen hast, Kinder, war kein Problem. Mir fällt ehrlich gesagt, ich sage es einmal sehr direkt, ich bin durchaus jemand, der sagt, wenn wir Gesetze haben, dann sind die einzuhalten von allen. Und mir fällt ehrlich gesagt ein bisschen die Polizei. Ich will jetzt gar nicht einmal großartig über die Samstagsdemo reden, wo man sagen muss, Kinder, da sind sehr viele Menschen ohne Babyelefanten. Es wird immer da, ja, im Freien kann nicht. Entweder wir haben Gesetze, dann haben sich alle dran zu halten, oder wir haben keine Gesetze, oder wir sagen, es ist uns, eigentlich ist es eh nur so eine Richtlinie. Dann sage ich, ist okay, bei den Steuergesetzen ist eine Richtlinie, zahlt es mir ein bisschen mehr. Nein, das kann es nicht sein. Und da würde ich mir schon, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, dass die Polizei, es hat einige schwere Fehler gegeben im Lockdown 1, wo Mütter mit Schulsachen, die sie beim Billa gekauft haben oder beim Spar, das brauche ich nicht kontrollieren, da haben Leute, Polizisten überreagiert. Das war sicher nicht ganz korrekt, aber ganz ehrlich gesagt, eine gewisse Präsenz wäre durchaus korrekt, hätte nichts dagegen. Wie gefährlich schätzen Sie diese Mutationen jetzt eigentlich ein? Bei den Mutationen müssen wir jetzt einmal ein bisschen aufpassen. Die englische Mutation, über die wissen wir im Moment relativ viel. Das heißt, wir wissen, der Impfstoff wirkt, juhu. Wir wissen, hohe Infektiosität, negativ, also Daumen runter. Wir wissen, dass er in Österreich zwar schon da ist, aber wir wissen noch nicht, wie weit er wirklich verbreitet ist. Das Gemeine bei Mutationen ist, wir sind ein hochgradig nichtlineares System. Das heißt, etwas Negatives kann sich positiv und umgekehrt auswirken. Da gibt es ein schönes Beispiel, das war beim SARS, bei der Schweinegrippe. Bei der Schweinegrippe hat es eine Mutation gegeben und diese Mutation hat dazu geführt, dass die Krankheit viel stärker ausgefallen ist als die ursprüngliche Mutation, wo jeder gesagt hat, boah, wir haben ein Problem. Das Interessante war aber das, die Leute haben sich sofort niedergelegt und dadurch wurde das pandemische Infektionsgeschehen extrem rasch beseitigt. Es könnte zum Beispiel eine Mutation entstehen. Was ist das Gemeine von Corona gegenüber Grippe? Bei Grippe, du infizierst dich und nach einem Tag spürst, da kommt morgen was. Und an dem einen Tag legst du dich eigentlich schon nieder und sagst so, ich ziehe mich zurück. Damit bin ich aus dem Infektionsgeschehen heraus. Bei Corona habe ich das Problem, ich bin eine Woche infektiös, was aber selber nicht. Das ist das Depperte an Corona. Jetzt könnte da Mutation entstehen, dass du schon am zweiten Tag spürst, hoppala, ich kriege keine Luft. Dann ist es zwar unangenehm, würde aber von pandemischen Verhalten sogar sehr positiv sein. Deswegen muss man da sehr aufpassen.